wie man den Roller lädt, dazu habe ich mal was vorbereitet. Und da habe ich auch Verlängerungskabel und die Kabeltrommel rausgeholt. Wir wohnen in der ersten Etage hier zur Miete und deswegen haben wir draußen keinen Strom. Ich bin hinten über den Balkon gegangen, habe ein ganz langes Verlängerungskabel genommen und bin dann hier entlang und habe das mal kurz dahingelegt. Nämlich wie mit unseren Autos stehen wir auch mit dem Roller Tag und Nacht draußen in der Einfahrt rechts, damit der Hausbesitzer rauskommt aus der Garage. So sieht das Ganze aus. So, machen wir erstmal den Roller an und dann kann man sehen, hier kann man schön sein Smartphone laden über USB, kann man anschließen und in die Seittasche da tun, das kleine Fach. Wir haben noch 16%, nach 14% geht er auf 26 km pro Stunde zurück und ist nur noch beschränkt einsetzbar. So, also hier ist der Akku, einer von zweien, der andere ist im Fußraum, ist nicht viel Platz, ein bisschen Bordwerkzeug, eine Maske und da ist der Ladeanschluss. So, da kann man jetzt das Ladegerät, was leider extern ist, anschließen. Und hier zeige ich euch mal, ja, ich bin Fetischist für Folien, die ist nämlich noch drauf. Ja, das kann man nicht einfach so aufmachen, man muss den Schlüssel gedreht halten, ist ein bisschen fummelig, muss sich ein bisschen strecken. Und dann kann man hier die Klappe vom Fußraum öffnen, wo die zweite Batterie sitzt. Der Roller fährt auch mit einer Batterie, allerdings dann nur noch 46 km pro Stunde. So, also Ladegerät nicht integriert, ist ein schwerer Klotz, der extern mitzunehmen ist, hier eingestöpselt und über diesen Zentralanschluss werden dann beide Akkus gleichzeitig geladen. Da ist auch eine Durchführung für das Kabel, allerdings passt die nicht richtig, wenn man dann die Sitzbank drauf macht, wird das Kabel beschädigt, deswegen lasse ich es immer ein bisschen offen. So, hier sieht man jetzt, er lädt, die Zeit geht noch ein bisschen runter. Er braucht so um die 5 Stunden. Es geht noch ein bisschen runter. Auf 4,8 hat es dann eingependelt. Das Ganze sieht man auch schön in der App. Da sieht man auch, dass der Roller an ist. Dann kann man den Ladevorgang da auch überwachen. Ja, und hier sieht man schön auch an dem Akku selber, an der Batterie, dass er geladen wird, da kann man auch den Status abrufen. So, die zweite Möglichkeit, das geht dann auch etwas schneller, nämlich, dass man den Verteiler, da kann man die Ladung verteilen, an beide Batterien anschließt. So, das ist dann, sieht schon sehr fummelig aus und ja, ist nicht ganz einfach. Vor allen Dingen, das Ladegerät ist nicht wasserdicht. Das kann man nicht draußen stehen lassen. Das ist quasi ja, ein schönes Wetterladegerät. Nämlich nur, wenn so schönes Wetter ist, kann man laden, weil sonst gibt es einen riesen Kurzschluss, wenn es da reinregnet. Da ist nämlich ein Lüfter oben drauf. Das wird nämlich auch sehr heiß. Und wenn man das dann so lädt mit beiden Batterien, dann sieht man auch, dass die Batterie abgeklemmt ist. Da ist noch eine Pufferbatterie, die zeigt dann halt, die hält die Verbindung zum Internet und zur App. Und dann geht das Ganze ein bisschen schneller, dann kann man so in dreieinhalb, unter 4 Stunden auf jeden Fall laden. Die Möglichkeit jetzt, beide Batterien rauszunehmen, da muss man auch kein Fitnessstudio mehr machen, weil die sind 11 Kilo schwer. Das ist das, was ich mache, weil ich einfach keine Lademöglichkeit draußen habe und der Roller nicht in die Garage kann. Hier, wie viel noch drin ist, über die Taste. Ja, ich nehme dann immer die beiden Batterien raus, nehme die mit in die Wohnung und lade dann beide Batterien so mit dem Ladegerät in der Wohnung. Und wenn sie voll sind, bringe ich sie wieder runter zum Roller und mache sie wieder rein. Das ist meine Methode, den Roller zu laden. Also wenn man unterwegs ist, ist der Platz knapp. Deswegen habe ich auch ein Topcase hinten drauf. Da müsste man das Ladegerät, wie gesagt, was nicht wasserdicht ist, müsste man unterwegs mitnehmen, wenn man laden will. Aber dann hat man natürlich einen Stopp von 3,5 Stunden, wenn man irgendwo dann über Schoko laden will. Das Ladegerät selbst, 12 Ampere, gibt es auch aus. Und da kann man sich ganz leicht ausrechnen, was die Batterien, wie lange die Batterien laden. Wir haben nämlich 26 Amperestunden, 60 Volt das Stück.
Und das haben wir eine Gesamtkapazität von, Gesamtenergiegehalt von 3,1 Kilowattstunden. Es gibt den Roller auch noch ein bisschen teurer mit mehr Energiedichte, die Batterien. Da haben wir dann 1,2 Kilowattstunden mehr und kostet dann direkt einen Tausender mehr. Da haben wir dann 4,3 rund Kilowattstunden. Nach genau 3,5 Stunden, die ich die Akkus in der Wohnung geladen habe, waren sie dann auf 100% aufgeladen. Und die kleine Pufferbatterie, die im Roller in der Kontrolleinheit sitzt, die hält die Internetverbindung weiterhin aufrecht und ist dann von 100%, wo ich die Batterien rausgenommen habe, auf 90% gesunken nach den 3,5 Stunden, wo die Batterien nicht im Roller waren. In der App sah das Ganze dann so aus, nachdem ich die Batterien wieder in den Roller getan habe. Für beide Batterien kann man genaue Statistiken abrufen. Dafür gibt es die zwei Registerkarten. Das sieht man oben rechts und links jeweils 100%. Da kann man Statistiken abrufen zu Temperatur, zu Zyklenanzahl, zur Degradation und dem Verbrauch seit der letzten Ladung. Nach kurzer Zeit im Roller ist dann die Pufferbatterie wieder aufgeladen worden von den Traktionsakkus. Und dann kommen wir noch zu einem wichtigen Punkt, nämlich das ist der Verbrauch im Stand von dem Roller. Und der Roller ist 24 Stunden am Tag mit dem Internet verbunden, hat eine eSIM und das Ganze kann man auch nicht ausschalten. Man kann die GPS-Ortung am Smartphone ausschalten, also in der App, aber der Roller bleibt trotzdem weiter auf GPS empfangen. Und das Ganze führt dazu, dass er täglich State of Charge verliert. Wir sind in Urlaub geflogen, abgestellt mit 92% und als wir nach 2 Wochen wiederkamen, war er nur noch auf 67%. Also fast 2% verliert der Roller am Tag an Ladung, dadurch, dass er die ganze Zeit on ist und die Systeme prüft. Es gibt ein Prüfprogramm, was man jederzeit abfragen kann. Jedenfalls ist das ein ordentlicher Verbrauch, 2% in 24 Stunden. Deswegen ist die App auch relativ wichtig, da kann ich schön das Lademanagement machen. Meine Frau fährt ziemlich viel mit dem Roller und wenn ich dann sehe, kommt Richtung 14%, dann nehme ich einfach die Batterien raus und lade sie. Über den Winter wird das jetzt die Frage sein, wenn man die Batterien rausnimmt. Die werden selber keinen großen Verlust haben täglich, vielleicht 1% in einem halben Jahr. Aber was ist mit der Pufferbatterie? Das ist nur eine Zelle. Ich weiß nicht, ob die einen Tiefladeschutz hat. Das heißt, wenn ich den Roller im Winter draußen stehen lasse, die Batterien mit in die Wohnung nehme, was passiert dann mit der einzelnen Zelle der Kontrollsteuereinheit? Ja, geht die kaputt oder was passiert damit? Laut Erfahrung aus dem Elektrorollerforum soll da eigentlich nichts passieren und die soll einfach wieder ganz normal geladen werden, auch wenn man jetzt ein paar Monate die Traktionsbatterien nicht drin hatte. Aber ein ungutes Gefühl bleibt.